Hallo Leute, willkommen bei diesem Slime-Video. Heute mache ich einen Thick-Slime. Das ist ein relativ dicker Slime und der ist zurzeit sehr beliebt. Es ist im Prinzip so eine Art Basis-Slime, den viele Slime-Shop-Besitzer machen als Basis und wo sie dann verschiedene Sachen einarbeiten, je nachdem, was es am Schluss für ein Slime werden soll. Es gibt ganz verschiedene Rezepte für Thick Slime und ich mache heute einen ganz einfachen. Und zwar brauche ich dafür 1 Kilo weißen Bastelkleber mit PVA, 15 Gramm Natron und Kontaktlinsenlösung. Die Zutatenliste findet ihr auch in der Infobox und auf meiner Webseite slime-diy.de. Übrigens, über ganz unterschiedliche Slimes habe ich schon mehrere Videos gedreht. Am Ende dieses Videos und unten in der Infobox findet ihr einen Link zu diesen Videos. So einen Thick Slime macht im Prinzip jeder Slime-Shop-Besitzer nach seinem eigenen Rezept. Da gibt es also ganz viele Varianten zu und das ist hier das schlichteste und einfachste, was ich gefunden habe. Gemeinsam ist diesen Thick Slimes, dass sie mit weißem Kleber arbeiten. Es wird also ein fester, weißer Slime, den man dann halt noch einfärben kann und Streusel dazu und dies und das und jenes. Hier habe ich jetzt den Kilo Kleber in die Schüssel getan und dann kommt das Natron dazu. Und jetzt kommt schon die Kontaktlinsenlösung dran. Wie ihr seht, habe ich hier die Kochsalzlösung vom DM und hier verlinke ich euch meinen großen Kontaktlinsenlösungstest. Also dieses Slime-Rezept ist im Prinzip ein ganz einfaches Grundrezept für einen relativ festen weißen Slime. Und das ist ja auch der Witz eigentlich bei der Sache mit dem Thick Slime. Und andere machen da noch ganz andere Sachen rein. Man kann da auch noch Speisestärke und Bodylotion und Shampoo und dies und das und jenes dazu machen. Und vielleicht mache ich so ein aufwendigeres Rezept auch mal von dem Thick Slime. Aber dieses hier ist irgendwie eine schöne Basis, finde ich. Schnell und einfach gemacht. So, jetzt lasse ich den Slime etwa eine Viertelstunde ruhen, damit sich die Zutaten gut miteinander verbinden können. So, dann schauen wir mal, wie der Slime so geworden ist. Hat ja schöne Blasen gekriegt in der kurzen Zeit. Ja, fühlt sich noch ein bisschen klebrig an. Ja, ich glaube, da muss noch ordentlich Kontaktlinsenlösung rein. So, jetzt hole ich ihn mal raus. Ja, jetzt ist es ein schöner Slime geworden, der schöne Geräusche macht, vor allem auch wenn man so reinstupft. Und jetzt lasse ich den etwa 2 Tage lang in einer geschlossenen Schüssel stehen und ruhen. Und dann müsste der sehr schön glänzend werden. Okay. So, der stand jetzt 2 Tage lang und ich hoffe, dass er da unten schön glänzt. Hier hat er auf jeden Fall schöne Blasen gekriegt. Die aber erstaunlicherweise gar keine Geräusche machen.
Oh, aber er glänzt schön. Ich wünsche euch viel Spaß beim Slime machen und gutes Gelingen. Und wer will, kann jetzt noch zuschauen, wie ich eine Weile mit dem Slime spiele. Bezugsquellen zum Video findet ihr in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.